Hallo und herzlich willkommen, ich bin Olivia. Wir haben es jetzt schon fast Ostern und ich wollte eigentlich ein paar Osterhühner nähen. Leider haben im Moment alle Stoffgeschäfte geschlossen und man soll ja sowieso nicht das Haus verlassen. Ich hatte allerdings noch ein paar kleine Stoffweste, die mir die liebe Irene geschenkt hat. In meiner Bänderkiste, ich werfe ja nichts weg, habe ich noch viele schöne Sachen gefunden, die man auch noch vernähen kann. Daraus sind dann diese süßen handgenähten Osterhühner geworden, mit einem gewissen Es-war-einmal-Effekt. Was brauchen wir? Eigentlich nur Reste und alles, was man im Haushalt so findet. Wie Stoffreste, Bänder und ähnliches. Und ein bisschen Filz eventuell. Besonders schön sehen die Hühner in etwas gröberen Materialien aus. Ich habe hier ein Rechteck von 18 x 10 cm genommen. Aber ihr könnt natürlich auch größere oder kleinere zuschneiden. Sofort am Anfang als erstes 1 cm Nahtzugabe rundherum nach innen bügeln. Das erleichtert später ganz enorm das Zusammennähen. Den Kamm mit ein paar Handstichen auf der rechten Seite des Rechtecks befestigen. Achtet aber darauf, dass der Kamm immer nach innen zeigt. Damit dieser eine schöne Form bekommt, müsst ihr den Kamm ein bisschen kräuseln. Bei einigen Materialien empfiehlt es sich, den Kamm noch zusätzlich mit etwas Klebstoff zu befestigen oder wie hier den Pelz zusammenzukleben. Jetzt noch den Schnabel aus Filz mit ein paar Stichen annähen. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Material benutzen. Auch der Schnabel muss natürlich nach innen zeigen. Am meisten Spaß macht es, wenn man ganz viele Hühner zusammen vorbereitet. Wenn man erst einmal anfängt, kommen ganz viele Ideen und man kann gar nicht wieder aufhören. Vergesst aber beim vielen Nähen nicht, dass Schnabel und Kamm immer nach innen zeigen müssen. Jetzt knicken wir das Rechteck rechts auf rechts. Und oben und vorne stecken wir es mit einer Klammer fest. Die Nahtzugabe wird dabei nach innen geknickt. Nehmt jetzt einen Wollfaden und versteckt den Endknoten auf der linken Seite der Nahtzugabe. Die beiden Seiten, also vorne und oben, mit einem ganz einfachen Vorstich zusammennähen. Keine Sorge, wenn der Stich nicht ganz gleichmäßig wird, denn eigentlich ist es ja ganz schön, wenn man sieht, dass dieses Osterhorn von Hand genäht wurde. Nun bügele ich die Nahtzugabe unten noch einmal gut nach innen, um mir das Zusammennähen später zu erleichtern. Ich habe meine Osterhühner mit Katzenstreu gefüllt, was angeblich gut gegen Feuchtigkeit sein soll. Ihr könnt natürlich auch Reis oder Watte nehmen oder vielleicht habt ihr ja noch bessere Ideen. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Die untere Seite jetzt querlegen und zusammenstecken. Wir fangen auf einer Seite an. Den Knoten des Wollfadens auch hier wieder auf der linken Seite in der Nahtzugabe verstecken. Ein paar Vorstiche machen und eines der Beine in die Öffnung stecken. Die Beine fixiert ihr am besten mit einem dicken Knoten. Der Knoten wird in das Huhn gesteckt, damit das Bein nicht mehr herausrutschen kann. Weiter nähen bis zum nächsten Bein, einen Knoten machen, auch diesen Knoten ins Bein stecken und weiter nähen. Den Faden am Ende der Naht verknoten. Jetzt können wir das Ende des Beins noch mit einem Knoten dekorieren oder eine Perle aufziehen oder vielleicht habt ihr ja noch bessere Ideen. Jetzt nur noch die Augen aufsticken oder mit Plusterfarbe einzeichnen oder vielleicht habt ihr auch noch ein paar Knöpfe, die ihr als Augen annähen könnt. Und fertig. Eigentlich war es ja ganz einfach und schön ist es auch, wenn man abends noch ein paar Nähte nähen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nähen und frohe Ostern!